So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Die Ausgabe von Mittwoch auf Donnerstag, eine freie Themennacht, eine freie Talkradio-Runde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer unbedingt reinschreiben in die Mail. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sabine und Sabine ist 37 Jahre alt. Hallo Sabine. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Ich bin endlich mal durchgekommen. Ja. Um was geht's denn bei dir? Bin ich total aufgeregt. Glaube ich. Hast du aber gleich vergessen. Prognostiziere ich. Also es war, ist eigentlich so, dass ich gestern angerufen habe zu dem Thema hässlich und hatte mit deinem Mitarbeiter gesprochen und habe ihnen erzählt, was für ein Problem ich eigentlich habe. Ja, erzählst du mir das auch. Ich weiß es nicht. Erzähl. Ja, also ich habe eine Persönlichkeitsstörung. Ja. Ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und ich muss mich immer verletzen mit Rasierklingen. Ja. Das heißt, vor allen Dingen im Halsbereich. Im Halsbereich? Also, ja, ich habe mir den ganzen Hals schon aufgeschnitten. Ach, ich kenne es eigentlich so von den Anrufern, die mir das erzählen, dass die Leute sich an den Armen zum Beispiel verletzen. Auch. Und du, Arme, Beine und... Ach so, das ist quasi am ganzen Körper, aber eben schwerpunktmäßig am Hals bei dir. Ganz genau, richtig. Du verletzt deinen Hals mit einer Rasierklinge. Ja. Du schneidest richtige Schnitte in den Hals hinein. Das blutet so heftig und das ist auch so tief, ich schneide so tief. Aber da besteht doch enorme Lebensgefahr, weil hier sind doch die Schlagadern. Ja, genau, und das nehme ich ja in Kauf. Genau, das nehme ich in Kauf. Weil ich schneide immer an der Karotte, an der Halsschlagader. Ich schneide immer genau in diesem Bereich. Hast die Halsschlagader aber noch nicht getroffen? Nee, ich habe schon Arterien getroffen, bin noch 2 Tage künstlich beatmet worden auf der Intensivstation. Und also ist schon haarscharf gewesen. Ja. Bin gestern auch erst aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden. Deshalb? Ja, weil ich mich wieder verletzt und wieder geschnitten habe, bin wieder operiert worden. Also mindestens, also ich sag mal wirklich mindestens schon zum 30. Mal. Bin zum 30. Mal? Ja, also mindestens. Im Krankenhaus gewesen deshalb? Ja. Was erzählst du dann den Ärzten, was da passiert ist? Die fragen mich eigentlich schon gar nicht mehr, weil die kennen mich alle da schon. Ich bin, weiß ich nicht, ist mein zweites Zuhause geworden, dieses Krankenhaus. Ja. Dann ist der Hals doch wahrscheinlich auch völlig vernarbt, ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben auch gesagt, sie können das nicht mehr nähen, das wird nicht mehr zu machen sein, weil die Haut so dünn geworden ist. Dass da einfach keine Materie mehr zum Nähen da ist. Also die Ärzte wissen definitiv, dass du das selbst machst. Du täuscht da nicht irgendwas vor, einen Unfall oder so. Wissen die, ja. Wie gesagt, ich schneide mich ja nicht nur am Hals, ich schneide mich auch an den Armen. Ja. Der Bauch auch ganz heftig. Ich habe mich sehr tief in den Bauch geschnitten. Ja. Musste dort auch schon operiert werden, weil man annahm, dass ich den Darm mir verletzt hätte. Boah, das ist ja wirklich ganz heftig. Ja, dann war ich vor einigen Wochen im Krankenhaus gewesen und hatte so einen Schneidedruck und hatte nicht die Möglichkeit, mich zu schneiden. Hatte nichts da. Und habe kurzerhand mein T-Shirt in Brand gesetzt, das ich anhatte. Das du anhattest? Ja. Das heißt, am Leib hat es gebrannt und du lagst im Krankenhaus. Ich habe mich selbst erschrocken, muss ich dazu sagen. Ich habe in Sekunden in Lichterloh in Flammen gestanden. Das ging so schnell und habe mal versucht, statt mir das T-Shirt auszuziehen, habe ich mal versucht, mit der Hand die Flammen auszuschlagen, bis denn das Personal das mitbekommen hat und mir das T-Shirt vom Leib gerissen hat. Ja. Ich hatte Verbrennung 2. Grades am Bauch, an den Händen, an den Fingern sowieso, die waren verbrannt gewesen. Das klingt ja wirklich extrem dramatisch. Ja, wie lange hast du das schon? Ja, ich habe das also angefangen, also eigentlich also rückblickend war das 1989, haben die Symptome angefangen. 1989? Ja. War 1989 irgendetwas Besonderes? Ja. Und zwar hatte ich eine Beziehung zu meinem Bruder. Die ging ein Jahr, die war natürlich heimlich. Ach, du hast eine Liebesbeziehung zu deinem leiblichen Bruder? Ja, wir sind Halbgeschwister, wir haben beide den gleichen Vater. Ja. Und wir kannten uns eigentlich so als Geschwister nicht, weil mein Vater... Die Kinder aus seiner ersten Ehe hatte ja keinen Kontakt jahrelang. Ach so. Und mein Bruder kam dann irgendwann mal zum Geburtstag meines Vaters und ich lernte ihn mehr kennen, ich lernte ihn besser kennen. Aber da wart ihr schon erwachsene Leute. Ich war 19, er war 28. Und ihr hattet euch vorher noch nie gesehen? Doch, doch schon. Ja. Doch schon, aber nicht sehr oft. Nicht sehr oft, genau.
und auch nicht so intensiv wie an diesem Abend. Wir haben uns aber wirklich intensiv unterhalten. Mhm. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht, Wir haben uns getroffen, wir sind zusammen im Urlaub gefahren. Das heißt, ihr habt euch dann bewusst auf eine Beziehung eingelassen, obwohl es eine inzestiöse Beziehung war. Ja, genau, richtig. Und mein Bruder kannte meinen Vater ja auch nicht, richtig. Und ich habe ihn ja mit in die Familie gebracht, quasi. Mhm. Und je näher er seinen Vater kennenlernte, desto mehr Gewissensbisse bekam er und ist immer weiter von mir weggegangen. Und ich, wenn er einen Schritt rückwärts gemacht hat, bin ich zwei Schritte auf ihn zugegangen, weil ich habe ihn so eingeklammert, so umklammert, diesen Mann. Ja. Das heißt, das Ende der Beziehung nach einem Jahr ging dann von ihm aus. Die ging von ihm aus, definitiv, ja. Mhm. Und das bringst du in einen zeitlichen Zusammenhang. Seitdem fing das an mit der Schneiderei. Ich habe nicht angefangen zu schneiden damals, aber ich fing an, diese Symptome zu entwickeln. Ja. Das heißt, ich habe extreme Stimmungsschwankungen bekommen, ich habe dann zu eindimensionalem Denken. Das waren dann vielleicht die Vorstufen von dem, was jetzt eingetreten ist. Bist du damals so erschüttert worden, weil er Schluss gemacht hat oder weil du auch moralisch so hin und her gerissen warst? War mir ganz egal gewesen. Also mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich wäre mit dem abgehauen ins Ausland, irgendwo hin. Ich hätte mir irgendwo eine neue Zukunft aufgebaut. Ich wollte mit ihm unbedingt zusammen sein. War das denn bei ihm ausschlaggebend? Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Dass er dann doch Gewissensbedenken hatte, dass das eben nicht geht und dass man eben als Bruder und Schwester, wenn auch Halbgeschwister, dass man nicht zusammen sein darf und soll und kann. Anfangs nicht. Aber hinterher schon. Hinterher schon. Er war nun auch der bedeutend Ältere gewesen, der Vernünftigere, sage ich mal. Mhm. Und hat dann auch gesagt, das geht nicht, das darf nicht sein, das ist verboten. Und wir müssen das beenden. Und das ist dann auch irgendwie ziemlich tragisch geendet, die ganze Sache. Ich wollte aus dem Fenster springen. Er hat mich gerade so noch so am, weiß ich nicht, am Pullover zurückreißen können. Und er hat mich als Psychopathin bezeichnet nachher, weil ich wirklich, das war kranker von mir, das war keine Liebe gewesen, das war krank. Hast du denn hinterher oder bis heute irgendwie ab und zu Kontakt mit ihm oder gar nicht mehr? Ich hatte, da war ich schon bereits verheiratet, hatte drei Kinder, hat er sich mal bei mir gemeldet. Das ist jetzt ungefähr, lass mich lügen, sechs Jahre her. Und hat das Alte alles wieder nach oben gespült? Ja, und das vor allen Dingen, er sagte zu mir, wenn du nicht meine Schwester gewesen wärst, hätte ich dich vom Fleck weggeheiratet. Das sagte er mir. Das war natürlich für dich dann sehr schlimm, das zu hören, letztendlich. Allerdings, ganz genau. Bist du, das gerade gesagt, verheiratet und Kinder, bist du im Moment auch noch verheiratet? Nein, das ist das zweite Problem, was ich habe. Ich bin seit 2 Jahren geschieden. Aufgrund meiner Erkrankung, ich bin auch noch medikamentenabhängig, durch die Erkrankung geworden. Ja. Mein Mann hat mir die Kinder weggenommen. Und du lebst alleine? Ich lebe alleine. Und mein Mann ist jetzt vor 2 Jahren 600 Kilometer weit weggezogen mit den Kindern. Das heißt, du siehst deine Kinder auch nicht oft? Ich sehe meine Kinder alle 3 Tage. Der Schmerz für einen Tag. Sag mal, Sabine, das klingt so dramatisch, was du mir erzählst. Wirklich so dramatisch, das habe ich noch nie gehört. Hat dich denn noch niemals ein Arzt in dieser Klinik dazu gebracht, dass du in psychiatrische, psychologische Behandlung gehst? Ich habe eine Psychotherapie gemacht, 2 Jahre. Ein Jahr war die. Und nach einem Jahr sagte mir der Psychotherapeut, tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie müssten eine stationäre Behandlung machen. Das sagte er mir nach einem Jahr. Und ich war dann auf einer Borderline-Station. Es gibt hier eine in Berlin. Das ist eine DBT, das ist eine dialektisch-behaviorale Therapie. Das ist eine Therapieform der Persönlichkeitsstörung. Da ich aber medikamentenabhängig bin und zu dem Zeitpunkt auch Medikamente genommen habe, musste ich erstmal entgiften. Ich war also für 10 Wochen auf dieser Station, habe entgiftet. Ja. Und dann wurde mir zur Auflage gemacht, dass ich erst eine Entwöhnungstherapie machen muss, um zu dieser Therapie aufgenommen zu werden, die 3 Monate dauert. Jetzt war ich in dieser Entwöhnungstherapie, bin dort disziplinarisch entlassen worden, weil ich suizidal wurde. Die konnten mich nicht mehr behalten da, musste nach Hause fahren, hab weiter Medikamente genommen und die Therapie war somit hinfällig gewesen. Das heißt, du hängst im Moment komplett in der Luft?
Da ist keine fachkundige Betreuung angesagt. Es wird immer irgendwie schlimmer. Du hast den ganzen Körper zerschnitten. Es wird von Mal zu Mal schlimmer. Es war so, dass ich habe geritzt. Ich habe einfach nur geritzt. Mhm. Und jetzt ist es so, das hört sich jetzt vielleicht sehr drastisch an, aber das muss richtig spritzen. Kann ich habe das mir gerade schon gedacht, weil dann bin ich zufrieden. Das dauert aber auch nicht, das hält sich lange an. So, Sabine, jetzt sagt jeder gesunde Menschenverstand, da muss man jetzt kein Arzt, kein Psychologe, niemand sein. Da muss man spontan sagen, es muss ganz dringend etwas geschehen. Aber so etwas von dringend, weil du mit deinem Leben spielst. Ich sehe das auch so, das ist richtig, ja. Und die Frage ist nur, was man jetzt machen kann. Du hast ja schon eine ganze schon psychologisch-psychiatrische Biografie hinter dir. Ja, also ich weiß mir keine Ahnung, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Ahnung. Das muss natürlich jetzt fachkundig beraten werden. Ja. Ich kann dir von meiner Seite aus nur sagen und dir wirklich allen Mut der Welt machen, das möchte ich auch, dass du die Einstellung bekommst, wirklich jetzt auch was zu unternehmen. Was du im Einzelnen unternehmen solltest oder auch kannst in deiner Situation, die Beratung überlasse ich jetzt meiner Psychologin, weil die kann das viel besser als ich und die ist vertraut mit den ganzen Verfahren und Möglichkeiten, die dir jetzt noch zur Verfügung stehen. Aber du musst etwas tun. Du musst es für dich machen, du musst es für deine Kinder machen. Das Problem ist, ich gerate in Zustände, in denen ich einfach nicht mehr, ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, glaube ich. Kontrolle über mich. Ja, die Sache mit dem T-Shirt gerade, das du angezündet hast, zeigt mir das auch, dass die Not, also ist es schon eigentlich 11:55. Eigentlich ist es schon 10:12. 10:12, ja. Liebe Sabine, also ich bitte dich jetzt aufzulegen und die Anja, meine Psychologin, ruft dich zurück. Dann habt ihr richtig Ruhe und könnt gemeinsam austüfteln, was möglich ist. Okay. Ich bitte dich, es zu tun. Tu es für dich und wie gesagt, tu es für deine Kinder. Ja. Du bist eine junge Frau von 37 Jahren. Da sollten auch noch bessere und gute Lebensabschnitte folgen und wieder in dein Leben eintreten. Okay. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen und alles Liebe und alles Gute, Sabine. Ich danke dir, Damian. Okay. Auf Wiederhören. Und tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und wenn ihr gerne mit mir telefonieren wollt, hier live im Fernsehen, bei 1 live, im Radio, im WDR Fernsehen oder bei 1 Festival, dann meldet euch. Wir können uns heute über alles unterhalten, das euch interessiert, über das ihr gerne mit mir einfach so reden wollt, plaudern wollt, streiten wollt, was auch immer. Hier ist Martin. Martin ist 37 Jahre alt. Hallo Martin. Hallo Domian. Ja, hallo Martin. Was ist dein Thema? Mein Thema... Ich bin dominant. Ja. Also im sexuellen Sinne dominant. Bitte? Im sexuellen Sinne dominant. Ja, nicht nur im sexuellen Sinne. Generell. Hab meine eigene Sklavin. Ja. Und die kommt halt alle paar Monate, sie wohnt weiter weg. Die hat immer so 4 Stunden Zugfahrt vor sich. Ja. Ist 10 Jahre älter als ich, verheiratet. 2 erwachsene Kinder. Ihr Mann weiß natürlich nichts davon. Ja, und wenn sie halt hier ist, dann nehme ich sie richtig ran. Wie man das mit einer Sklavin ebenso macht. Jetzt kommt es drauf an, was man darunter versteht. So, und das wirst du uns erklären. Ja gut, also per se ist schon mal so, dass sie mich sieht. Was sagt sie zu dir? Bitte? Sagt sie und deinen Namen oder gibt es einen Fantasienamen oder was sagt sie? Nein, sie sagt halt sie. Nur sie? Sie beziehungsweise Herr. Herr. Ja. Herr, ja. Ich grüße Sie. Ja, so ungefähr. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder wenn sie irgendwas will, fragt sie auch dementsprechend. Darf ich bitte was fragen? Ja. Ja. Spielen wir den Fall mal durch. Die Sklavin reist an, 4 Stunden Bahnfahrt, ist ja eine ganze Menge, kommt... Mit dem ICE, genau. Sie kommt. Wie oft kommt sie eigentlich zu dir, so im Monat? Im Monat nicht, sie arbeitet ja auch noch, sie kommt so alle 2 Monate. Alle 2 Monate. Und wie lange bleibt sie dann? Übers Wochenende oder eine ganze Woche, je nachdem, wie es ihr Urlaub zulässt. Also den verbringt sie bei mir. Okay, also sie kommt dann nach der ICE-Fahrt zu dir, sie klingelt und sie sagt... Nee, ich holte vom Bahnhof du hörst ab. Sie ab. Und da hat sie halt schon so den richtigen
Blick oder den richtigen Ausdruck im Gesicht, ja, was so vor Erregung oder auch in gewisser Weise Angst da ist, was so auf sie zukommt. Ja. Ja, weil man sollte sich immer was Neues einfallen lassen. Naja, dann kommen wir zu mir. Wie sieht denn dann genau so ein Alltag in Anführungszeichen bei dir in der Wohnung aus? Muss sie sich erstmal ausziehen? Sie ist bei mir nackt, ja. Immer? Ja. Das weißt du auch so an. Wie sprichst du sie denn? Sagst du Sklavin zu dir, zu ihr? Ich nenne sie, wie ich will. Zum Beispiel? Darf ich jetzt so reden? Es ist sehr schmutzig, das Wort. Bitte? Ist das Wort, was du jetzt ausdrücken möchtest, sehr schmutzig? Es geht schon in so eine Richtung rein. Okay, dann lassen wir das. Das können wir uns auch vorstellen. Also du sagst schmutzige Wörter zu ihr. Und dann, ja. Was macht sie in deiner Wohnung? Was macht sie? Naja, sie bedient mich halt und... Sie bringt dir ein Glas Bier. Ja, nicht unbedingt ein Glas Bier, ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Na gut, aber sie bedient dich, was heißt bedienen? So im normalen Sinne wirklich bedienen, dass sie dir das Essen macht und die Wohnung putzt? Oder geht's dann natürlich wahrscheinlich auch irgendwann ins Sexuelle? Mehr in die Schmerzsache rein. Ach so. Ja, also grundsätzlich sind Sachen, die sie nicht kennt, weil es für sie was ganz Neues war, beziehungsweise jedes Mal ist. Egal, ob ich sie jetzt aufhänge. Du hängst sie auf. Ja, ich habe Haken in der Decke. Ja. ihr Lieben, solltet ihr gerade mal so reinzappen. Hier, wir reden hier über keine Straftat oder so etwas, sondern wir reden Martin, ich erkläre es nur eben noch für die Leute, die so zufällig reinkommen. Wir reden hier über eine ganz bestimmte Form der Verbindung zwischen zwei Menschen, auch eine sexuelle Form, die beide freiwillig machen. Wenn deine Sklavin sich in der Wohnung an Ketten aufhängen lassen möchte, so ist das ja auch ihr Wunsch und du übst da keine Gewalt aus. Das ist auch so ein Punkt, weil das in Deutschland ja immer noch so ein absolutes Tabuthema ist. Ja, naja, wir reden ja jetzt auch offen drüber. Ja, nur mal den Fall dieser Schülerin, die da monatelang da festgehalten wurde, vergewaltigt wurde und missbraucht wurde, ja, nur weil man SMler ist. Heißt das noch lange nicht, dass das so abläuft? Nein, das ist auch völlig klar. Und wenn das auch nur ansatzweise so wäre, würden wir beide uns jetzt hier nicht so locker unterhalten. Das ist mir völlig klar und alle SMler, die bei mir angerufen haben, haben das auch so erklärt. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und das ist was ganz anderes, das sind völlig andere Welten. Ja. Aber nochmal zurück zum Stück. Also bisweilen hängt die Sklavin dann an der Decke. Nackt. Ja. An den Füßen. Was? Mit den Füßen? An den Füßen. An den Füßen und mit dem Gesicht nach unten? Mit dem Kopf nach unten, klar. Wie lange hängt sie da? Ja, mehr als eine Viertelstunde kann wohl so ein Mensch das so nicht so verkraften, weil das Blut ja alles in den Kopf fließt und so, aber es ist ja nicht nur sowas. Du hast gerade gesagt, es geht um Schmerzen. Hast du Spaß daran, ihr Schmerzen zuzufügen oder gibst du ihr Anweisungen, dass sie dir auch Schmerzen zufügt? Nur erstere Variante. Also du fügst ihr Schmerzen zu? Ja. Und sie möchte das? Gewollt, genau. Mhm. So, wenn sie jetzt mehrere Tage bei dir ist, nun kann man ja nicht in 24 Stunden solche Spielchen treiben. Wie sieht denn der Alltag, den es dann ja auch gibt, wie sieht denn das aus? Der sieht so aus, dass wir auch ohne weiteres rausgehen. Mhm. Ja, natürlich nicht nackt. Ist mir schon klar, ja. Natürlich, ja. Versteht sich. Ja. Aber sie wart immer noch die Form. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine rauchen möchte, aber ich habe ihr gesagt, dann brauchst du mich nicht fragen, aber dann kommt der Blickkontakt dementsprechend. Mhm, ja, das heißt, sie ist auch jetzt, wo sie arbeiten ist, oder wenn sie zu Hause ist, ich habe ihr halt eine Welt eröffnet, die sie vorher für sich nicht für möglich gehalten hat. Die Frau ist 47, hast du gerade gesagt? Ja. Ungefähr. Ja. Wie habt ihr beiden euch überhaupt kennengelernt? Wie seid ihr aufeinander getroffen? Im Videotext, in so einem Chatraum. Ach so. Und sie hat vorher solche Erfahrungen noch nicht gemacht? Nein, keinerlei. Wie lange machst du das denn schon? Wann hast du es denn entdeckt, dass du dominant gestrickt bist? So vor 9 Jahren so. Vor 9 Jahren.
Ja, ich habe dann in einem Sexshop gearbeitet und habe dann natürlich auch Zugang zu sämtlichen Medien gehabt, in Buchform oder in Filmform. Habe sowas früher schon so ein bisschen. Und für dich ist es das Größte, halt dann in dieser Zeit einfach so wirklich absolut über einen Menschen bestimmen zu können? Ich sage jetzt einfach mal ja. Ja, bestimmen zu können und eben mit den Schmerzen, was du gerade gesagt hast. Gibt es auch Geschlechtsverkehr zwischen dir und deiner Sklavin? Gibt es auch. Ja? Gibt es auch. Ja, muss aber nicht immer sein. Nein, muss nicht immer sein. Schläft die Sklavin nachts bei dir mit im Bett oder muss sie im Keller schlafen? Nein, im Keller geht nicht, da wird sie nicht reinpassen. Nee, sie schläft auf dem Fußboden. Also, ja. Das klingt immer so witzig, wenn man von dieser Welt keine Ahnung hat und wenn man da nicht eingewoben ist. Aber ich weiß ja von euch, die ihr mich alle fleißig anruft, dass es das doch immer wieder und schon öfter gibt, dass Menschen so 24-Stunden-Sklaven sind auf freiwilliger Basis. Es ist ja dann diese Bezeichnung 24-7, 24 Stunden, 7 Tage der Woche. Mhm. Aber das ist ja bei euch eben nicht so, weil sie dann wieder nach Hause muss und ihr normales Leben führt. Als Hausfrau und Mutter in einer normalen sexuellen, heterosexuellen Beziehung. Ne? So hast du es gerade erzählt. Es ist bei ihr so, dass ihr Mann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann. Und er hat ihr irgendwann mal gesagt, mach, wenn du willst, aber erzähl's mir nicht. Ach so, das heißt, sie hat quasi einen Freibrief und ist auch nicht so gewissensbelastet, dann, wenn sie so etwas macht. Nein. Mhm. Das ist halt schon auch seit längerem und irgendwann hat sie halt mit mir den Richtigen getroffen. Ja, und das soll jetzt auch so weiterlaufen? Das läuft auch so weiter, ihr seid ein gutes Team diesbezüglich. Du hast gerade gesagt, mit Schmerzen und ich hänge die Sklavin an die Decke. Oder ich habe ja auch schon eine Brustnippel durchstochen. Ja. Also, ja. Also es geht schon heftig zuweilen. Ja, Wo ist die Grenze? Wo hast du die Grenze und wo hat sie ihre Grenze? Sie hat ihre Grenze da, wo ich sie ihr aufzeige. Aber wir haben bis jetzt noch keine gefunden. Aber sie hat doch bestimmt auch, ihr habt doch bestimmt auch so einen Code ausgemacht. Nein. Habt ihr nicht ausgemacht? Nein. Das heißt also, du kannst sehr weit gehen. Ich kann sehr weit gehen, aber es ist ja so, da gibt es viele schwarze Schafe darunter. Mhm. Ja, nur weil man das irgendwo mal in einem Film gesehen hat, oh, das möchte ich auch machen, ist nicht. Wenn du jemanden hast, das Vertrauen dazu gehört, ist ja gar keine Frage. Aber du musst auch halt Augen für die Person haben und das, was du machst, ruft eine Reaktion hervor. Ja. Und du hast das Gefühl, dass das bei euch stimmig ist. Das ist stimmig. Ja. Das ist nicht nur stimmig, das ist auf dieser Ebene ist auch so eine Art von Liebe da. Ja. Lieber Martin, dann wünsche ich dir und deiner Sklavin, dass ihr weiter gut miteinander auskommt, dass euch beiden das was bringt und euch beiden das auch Spaß macht und keiner natürlich zu Schaden kommt. Das ist ja selbstverständlich. Ja, apropos zu Schaden kommt. Ich habe ja meine Vorgängerin gehört. Ich stimme dazu, sollte auf jeden Fall was unternehmen. Ich kenne es aus dem Bekanntenkreis. Ja. Definitiv, sie ist jetzt im Gespräch mit meiner Psychologin und da wird auch was Ordentliches rauskommen, da bin ich sicher. Ja, gut. Lieber Martin, danke für den Anruf und danke für die offene Schilderung. Jederzeit wieder. Dankeschön, alles Gute. Jo, tschüss. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt unser Thema Exhibitionismus, die Lust, sich zu zeigen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die wirklich Spaß haben, die sagen, ja, hier bin ich. Die auch so eher zum Exhibitionismus neigen, die beispielsweise bei erleuchteter Wohnung gerne abends nackig durch die Wohnung laufen, in der Hoffnung, vielleicht, dass die Nachbarn sie dabei beobachten und da so einen gewissen Reiz empfinden. Würde auch gerne mit Leuten reden, die gerne Sex vor anderen haben. Das ist ja auch eine Form des Exhibitionismus. Oder, so ganz allgemein, mit extravaganten Vögeln reden, die sich sehr aufbrezeln, die in einer ganz bestimmten Form nach außen, nach draußen gehen, damit alle Leute sie angucken. Das ist ja auch eine Form des Exhibitionismus. Und die daran dann einen großen Spaß empfinden. Exhibitionismus, die Lust, sich zu zeigen. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr mitmachen wollt, mailt unter domian@rde oder ruft mich morgen während der Sendung an oder schon auch eine Stunde vorher, nämlich um 0 Uhr. Nancy ist hier. Nancy ist 23 Jahre alt. Guten Morgen.
Hallo. Hallo Nancy. Hi. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an und zwar, ich habe eine ganz beliebte Sexualvorstellung halt. Eine ganz beliebte? Ja, sagen wir es mal so, also ich möchte halt nicht mit jedem darüber reden, und zwar stehe ich auf Natursex. Mhm. Also, und, du hast das jetzt so verhuscht gesagt, damit wir es auch gar nicht so ganz verstehen. Du stehst auf Natursekt. Genau. Da hast ich habe irgendwann mal vor ungefähr 4 Jahren auf dem Flohmarkt ein Video gekauft. Mhm. Und da waren halt die Ausschnitte von 10 Jahren perverses Ausschnitte. Mhm. Und da waren halt eben Sachen so bei, wie dass sich eben eine Frau anpinkeln lassen hat und mehrere Männer halt dabei waren. Und und das hat mich halt eben tierisch angetürnt und jedes Mal, wenn ich halt eben Selbstbefriedigung mache, dann... Denkst du daran? Genau, ich denke daran und praktiziere das aber auch. Also das heißt, gut, okay, ich bin umgezogen und seitdem, das Video lag halt unten im Keller und das ist einfach ausgeräumt worden halt, weil ich einfach aus der Wohnung raus bin. Aber halt, ich denke immer wieder daran zurück und da waren halt eben Ausschnitte, dass halt eben Frauen einfach an Lack und Leder einfach losgepinkelt haben oder... Mhm. Aber du hast die Fantasie, dass das Männer mit dir machen oder dass du es mit Männern machst? Ja, ich habe das schon mal probiert, halt mit meinem Freund. Ja. Also ich selber habe eben Hemmungen davor. Ja. Also du bist in einer festen Beziehung im Moment? Ja, ich bin so schon seit 5 Jahren in einer festen Beziehung. Und du hast dem Freund das gesagt? Ja, nicht so, dass mich das wirklich tierisch anmacht halt. Und er weiß auch nicht, dass ich halt regelmäßig hier, ich habe halt einen Vibrator versteckt und... Also er weiß das alles nicht und wenn ich halt meine Fantasien auslebe, dann... Aber du hättest Hemmungen, es bei ihm zu machen. Mhm. Aber du hast ihn noch nicht darauf angesprochen, dass er es bei dir mal machen sollte. Ja, er hat es ja auch schon mal gemacht, aber dann habe ich wieder gedacht, ja, dieses Hygiene halt halber halt. Also es ist irgendwie so ein Zwiespalt halt. Mhm. Auf eine Art macht mich das an, also wenn ich das sehe, also wie gesagt, ein Pornofilm oder ähnliches. Aber Tatsache ist ja dann, dass eure Sexualität, die ist sehr gespalten. Da ist so diese. Also es ist wirklich gespalten, weil wie gesagt, er weiß auch überhaupt nicht. Genau, da ist diese geheime Wunschwelt von dir, die du praktizierst, so für dich alleine und mit entsprechenden Filmen. Und da ist eure Sexualität, eure Paarsexualität, die vielleicht über das, was man so normal nennt, nicht hinausgeht. Genau. Mhm. Also er weiß auch überhaupt nicht. Ich habe ihm jedes Mal vorgespielt, dass ich auch wirklich einen Orgasmus habe. Hast du auch nicht? Und überhaupt nicht komme, weil... überhaupt nicht? Du hast mit ihm in den 5 Jahren mit ihm noch keinen Orgasmus gehabt? Nee, also entweder, also in letzter Zeit, seit einem Jahr, also wenn ich selber nachhelfe, dann kommt es schon vor. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es selber nicht. Ich weiß. Das heißt, wenn du mit dir alleine bist, kannst du dir das sehr schön herbeiführen? Genau, ich rede auch mit mir selber und ich rede halt so Sachen, die ich wirklich hören möchte. Und wenn ich dann an diese Videos zurückdenke... Das heißt ja eigentlich für mich so, als Zuhörer würde ich denken, dass dann schon die Sexualität zwischen dir und deinem Freund nicht gut und auch nicht, letztendlich natürlich auch nicht befriedigend ist. Ja, vor allen Dingen auch nicht ehrlich ist, weil ich ja nun von vornherein halt eben immer gesagt habe, ja, ist alles schön und gut und... Aber im Endeffekt ist gar nichts. Also ich meine, der Junge fällt natürlich vom Glauben ab, wenn du dem irgendwann erzählen solltest, ich habe noch nie einen Orgasmus wirklich mit dir gehabt. Du hast noch nie einen Orgasmus bei mir herbeigeführt. Genau, das ist es halt. Also ich das ja ist natürlich nicht, übel, Nancy, finde ich. Genau, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, ich habe noch nie einen Orgasmus mit dir gehabt. Also dafür ist so viel Zeit vergangen und der Lügenberg ist zu hoch. Und vor allen Dingen denke ich halt eben, dass die Leute denken, dass ich eben abartig bin, weil ich meine, es gehört natürlich jetzt nicht zur normalen Sexualität halt eben dazu. Lass uns mal von diesem Natursekt weg. Das ist schon eine sehr extreme Sache. Lass uns mal einfach bei eurer Sexualität bleiben. Fangen wir da mal mit an. Vielleicht ist das ja auch so ein... Meine Sexualität ist ja überhaupt sehr viel vielfältig, oder wie man das sagt halt eben. Also ich stelle mir auch vor, ich hätte schon so oft mit einer Frau gekonnt. Also ich meine, das ist natürlich auch so ein Aber Ding. Du bist definitiv treu und dann... Nein. Also ich würde jetzt ganz offen sagen, ich meine, keiner weiß, wer ich bin, so. Ich würde jetzt sagen, nein. Das heißt, es gibt zwischendurch auch schon andere Geschichten? Ja, schon. Also damals extremer. Heute wegen anderen Gründen halt mehr. Mehr noch?
ja, es gibt so viel, oh Domian, ich würde so gerne mit dir, so oft mit dir reden, weil ich habe so ein beschissenes Leben. Ich kann es halt nicht beschreiben, außer dass ich halt eben alleine aufgewachsen bin, ohne Eltern. Meine Eltern sind an Drogen verstorben, ich selber bin drogenabhängig geworden. Mhm. Ich habe selber Kinder, ich muss ein Doppelleben führen. Ich kann das jetzt nicht sofort mit dir alles besprechen. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ich witter schon, dass da eine riesige Sache ist. Genau, es ist einfach zu viel. Es ist generell bei mir gestört halt. Und ich weiß, dass ich halt... Kinder, lass den Kindern fragen. Sind die Kinder bei dir? Leben die bei dir? Also ich habe drei Kinder. Drei Kinder und, schon? Das erste Kind lebt auf Pflegeeltern. Weil ich habe mit 14 das erste Kind gekriegt. Und das Jugendamt hat damals so auf mich eingeredet, dass ich das nicht schaffe, und ich habe es damals weggegeben. Mhm. Ich habe heute trotzdem sehr guten Kontakt zu meinem Sohn, also er ist jetzt fast 11. Und wenn er irgendwann mal zu mir möchte, dann stehen die Türen offen. Dann habe ich halt eine Tochter, weil der Ersatz mir halt gefehlt hat. Mhm. Ich meine, es ist halt so viel, Domian, ich glaube, es würde niemals reichen. Weißt du was? Ich stelle gerade fest, dass ich dir in diesem Gespräch hier nicht gerecht werde. Ich weiß. Weil du sagst zu Recht, du machst so viele Andeutungen, dass da wirklich so viele Dinge besprochen werden müssen. Ja. So dass mir eigentlich jetzt übrig bleibt, um dir gerecht zu werden, zu sagen oder vorzuschlagen, dass wir das hier auf dem Sender abbrechen, das Gespräch, und wir dich zurückrufen. Ich möchte ja schon, dass wir im kleinen Maße dir versuchen, etwas zu helfen. Und kann ich denn auch so mit dir mal sprechen oder ist das unmöglich jetzt so nach der Sendezeit? Das ist schon sehr kompliziert, weil ich das eigentlich nicht tue. Wenn ich das mache, dann... Ich denke auch, dass mir kaum jemand helfen kann. Ich meine, ich habe es wirklich schon versucht über eine Telefonseelsorge. Mhm. Und ich denke mal, ich habe schon alles Mögliche über die gehört. Und ich liebe deine Sendung. Mhm. Aber das, was ich bis jetzt alles in meinem Leben alles durch habe, das ist eine Stundensache, glaube ich. Ja, aber deswegen möchte ich das auch vorschlagen. Du verstehst das bitte nicht falsch. Ich will dich nicht abwimmeln. Nein, Domian. Definitiv nicht. Ich verstehe es wirklich. Und ich weiß auch, dass du begrenzte Sendezeit hast. Ich weiß es auch. Und das hat bestimmt mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. Und pass auf, der mit mir jetzt reden möchte, klar, gerne. Ja, ich würde nämlich auch sagen, wir unternehmen ja jetzt den Versuch. Okay. Und wenn das heute Abend, wenn wir das nicht schaffen, wir sind morgen wieder hier und morgen habe ich auch einen Psychologen hier und dann können wir dich vielleicht morgen auch nochmal anrufen. Ja, das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst, weil das alles geheim läuft. Also das heißt, ich bin in einer Beziehung, er hat zwar Nachtschicht. Okay, das können wir noch im Hintergrund besprechen, wie man das vielleicht... Genau, ja. Auf jeden Fall ist mir ein Anliegen, dass wir dir in einem gewissen Maße schon helfen. Okay, Domian. Dann legst du bitte auf und die Anja ruft dich an. Okay. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800-220-5050, unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt, zu Dagmar 39. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Dagmar, was ist dein Thema? Es ist ein bisschen heikel und da passe ich vielleicht auch nicht so rein, aber ich habe letztes Wochenende erfahren, dass mein Mann sich bei Pornodarsteller als Darsteller beworben hat. Ach, sag. Und angenommen worden ist. Wie alt ist denn dein Mann? Genauso alt wie ich. 39? Ja. Wie sieht er aus? Sieht er so schon knackig noch aus, dass man ihn sich da vorstellen könnte? Früher war er hübscher. Aber das ist ja an sich kein Makel. Aber er ist halt der typisch Deutsche. Blond, groß, muskulös und... Ja, ich weiß es nicht. Schlank? Mittelschlank. Mittelschlank. Ja, so, jetzt hast du rausgekriegt am Wochenende, dass dein... Er hat mich angerufen. Ach, er hat dir das erzählt? Ja, er hat gesagt, wir haben zwei Kinder, ich war mit den Kindern hier zu Hause. Ja. Er müsste was erledigen und da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Und dann hinterher rief er an, er ist so viertel nach eins losgefahren, um 3 Uhr rief er mich an, er hätte sich da beworben und die hätten ihn angenommen. Und das am Telefon, als ich dachte, mich trifft jetzt eine Eisenbahn. Und er hatte vorher niemals mit dir über sowas gesprochen, dass er das machen würde wollen. Er hatte mal so im Flachs was gesagt. Er findet solche Filmchen auch toll. Und ich muss sagen, da vielleicht, bin ich vielleicht auch altmodisch und konservativ. Ja. Ich finde die ekelhaft. Ja. Weil ganz normalerweise gehört das an keinen anderen, aber er ist der Erste und er wird auch der Erste bleiben in dem Punkt. Mhm. Und ich fühle mich da ziemlich
getroffen. Wie, er ist dein erster Mann gewesen in deinem Leben, oder wie habe ich es jetzt verstanden? Ja. Und das soll auch. Das vollzogen habe. Mit dem du das vollzogen hast. Also der erste Mann, mit dem du Sex hattest? Ja. Und das soll auch so bleiben? Normalerweise ja. Also es ist. Wie lange seid ihr verheiratet? 19 Jahre. 19 Jahre. Wie viele Kinder? Zwei Kinder. Mhm. So, jetzt hat er sich da beworben und er will das jetzt auch machen. Nachdem er gemerkt hat, nach ein paar Tagen, dass mich das sehr getroffen hat und dass ich da nicht mit klarkomme und ihm gesagt habe, dass ich das solche Männer, die das machen, ekelhaft finde und ich das nicht tolerieren kann, weil ich auch eine Verantwortung für die Kinder habe, hat er gesagt, er würde es sein lassen, aber ich weiß nicht, wie weit ich ihm trauen kann. Er hat sich in so 100.000 Lügen in den Punkt wie alt gelegt. Darf ich mal fragen, wie alt die Kinder sind? 11 und 8. 11 und 8, Also ich finde es schon heikel, allein bezogen auf die Kinder, dass er das überhaupt überlegt hat. Wie oberpeinlich, wenn irgendwann in der Schule eine DVD rumgeht, hier, das ist dein Papa. Ja. Ne, verstehst du? Ja. Was man da den Kindern antut. Das ist es das auch, ist schon, was ich denke. Er hat gesagt, er hat Fotos gemacht, dann hat er gesagt, weißt du, hätte auch gleich Probeaufnahmen gehabt. Denn als es mich getroffen hatte, hatte angeblich wäre das nur gewesen, um mich zu ärgern. Er hat so einen Castingzettel mitgebracht, was von normal bis bizarr und welche Filme hat er mir. Das finde ich ja das Schlimme dabei. Er hat es mir gezeigt und hat mir auch noch erklärt, was er alle machen will. Und ich bin drauf und dran. Ich habe da mit meiner Mutter drüber gesprochen und die hat gesagt, ich soll diesen Zettel nehmen und damit zur Polizei gehen. Aber ich weiß nicht, was ich dann anrichte. Ja gut, was willst du bei der Polizei? Die Polizei, die wird sagen... Irgendwie verhindern, weil es ist, dass diese Bilder, wenn sie nicht schon im Umlauf sind, irgendwie in Umlauf kommen. Das wird ich glaube, dass hier die Polizei ein falscher Ansprechpartner ist. Dein Mann ist ein erwachsener Mensch und er kann in diesem Gewerbe arbeiten, wenn er das möchte. Ich frage mich nur, warum er dir das antut und was mit eurer Ehe los ist, dass so etwas passiert. Ich meine, sowas muss man mit dem Ehepartner besprechen, wenn man sowas Extremes macht. Warum will er das denn machen? Ja, erstens reizt ihn das Geld. Er glaubt, da kann man immense so mitverdienen, was ich mir nicht vorstelle. Nein, kann man auch nicht. Das ist immer so eine Idee, dass man das kann, aber das stimmt gar nicht. So viel Geld kann man da gar nicht verdienen. Nee, und er hat auch mir auch noch erzählt, er hätte 100 Euro hingelegt. Dafür, dass er dort vorstellig werden durfte. Ja, Fotos und Aber alles egal. Ich finde, die entscheidende Frage ist, warum passiert sowas in eurer Ehe? Ich weiß es nicht. Wie ist denn eure Ehe im sexuellen, auf der sexuellen Ebene? Also jahrelang ist es so gewesen, 285 Mal, weil er sich beschwert hat, er käme zu kurz. Und ich meine, für mich ist das einfach nicht so viel. Wie 285 Mal im Jahr oder was? Im Jahr. Im Jahr. Hast du Strichliste geführt oder wie? Weil er hat sich mal beschwert, dass er zu kurz kommen würde. Ja. Und da habe ich das einfach mal geführt, weil ich es selber wissen wollte. Ich meine, das ist kein gutes Zeichen für eine Ehe. Nee, ist wirklich ein gutes Zeichen. Bist du denn auch seine erste Frau? Nein. Nee, er hatte schon andere Erfahrungen gesammelt früher. Ja, soweit wie er mir erzählt hat, vom 12. Lebensjahr an. Oh. Bist du sicher, dass er dir treu ist? Nach dieser Geschichte glaube ich ihm gar nichts mehr. Glaube ich, wäre ich auch erschüttert, wenn da überhaupt nicht drüber gesprochen wurde. Ja, jetzt hat er gesagt, jetzt will er es nicht machen, weil du dagegen bist, oder wie? Ja, weil ich dagegen bin, weil ich gesagt habe, dass ich auch, ich habe ihm gesagt, ich möchte einen Inzest, ich habe Angst vor Geschlechtskrankheiten. Was ist dein Metier? Dieser eine, der das da alle macht, der kann ihm viel erzählen, ich glaube nicht. Ich meine, man muss ja bloß wirklich mal im Radio und im Fernsehen zuhören, was heutzutage los ist. Ja, also ich sage es nochmal, sowas macht man nicht, wenn die Ehefrau dagegen ist. Und sowas macht man schon überhaupt gar nicht, wenn man Kinder hat. Punkt, gar keine Diskussion. Ja, und ich glaube, er kann sich ja nicht beschweren. Ich meine, so hässlich sehe ich nicht aus. Ich meine, mit 39 wiege ich immer noch 53 Kilo. Redet ihr denn offen über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit in eurer Sexualität? Ja, das haben wir gemacht. Also da habe ich kein Blatt vom Mund genommen. Du bist zufrieden mit der Sexualität? Sie ist mir zu viel. Die ist ja zu viel? Ja. Und was sagt er? Ihm ist es zu wenig? Ihm ist es zu wenig. Ist es ihm zu langweilig auch? Ja, also nachdem er mir dann erzählt hat, was und gezeigt hat auf dem Zettel, da habe ich noch gedacht, weißt du,
Was hat der denn für Neigung? Also ich sitze hier, ich bin am Zittern, ich weiß nicht mehr, was ich machen will. Ich bin sonst ein Selbst. Welche Neigung hat dich am meisten erstaunt und erschüttert? Ja, weiß es, bizarre Sachen und so, wie die Vorgängerin, sowas findet er toll und weiß ich nicht, das ist nicht, ich bin ja nun nicht eine Nonne oder was. Also sag mal, ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz heftiges Warnsignal, was jetzt passiert ist, dass mit eurer Ehe aber eklatant etwas nicht stimmt. Ja, was soll ich machen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie bringt ihr ein offenes Wort in eure Ehe rein? Offensichtlich ist der Typ völlig frustriert und der hat nur andere Sachen im Kopf und will tausend Dinge tun, aber der will auf keinen Fall nur mit dir noch Sex haben. Also so, und das müsste man richtig auf den Tisch legen und aussprechen. Ich habe es ihm ja konkret gesagt, dass ich ihm das nicht glaube. Und er, ja, das Geld hätte ihn gelockt und er liebt mich. Ich glaub's ihm nicht mehr. Ja, das kann ja sein, dass er dich liebt, aber dass er dennoch andere sexuelle Bedürfnisse hat. Das heißt, ihr müsst... Gibt es Sexsucht? Gibt es auch, definitiv, ja. Gibt es. Gibt es. Ich verstehe Männer nicht, die so sind. Entschuldigung. Aber es gibt auch Frauen, die so sind. Also das ist nicht nur eine Männergeschichte. Ja, das will ich nicht abstreiten. Ich meine, es gibt von allen Seiten immer gute und schlechte oder was. Aber ich weiß nicht... Nein, die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Was hast du gerade gesagt? Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich würde die Schuld gar nicht bei dir suchen, Dagmar. Du wirst wahrscheinlich nichts falsch gemacht haben. Ich meine, ihr seid 19 Jahre zusammen. Ja. Ihr habt tausende und tausende Mal miteinander geschlafen. Ja. Vielleicht nehmen wir mal an, dass er dir treu war. Ich hoffe. So, wir hoffen das mal. Da kann man auch sagen, das gibt es halt immer wieder. Bei Paaren, die lange zusammen sind, dass der eine oder die andere andere sexuelle Bedürfnisse hat über die Ehe, über die Beziehung hinaus. Ja. So, und dann ist die ganz große Frage immer, wie geht man damit um? Sprengt man die ganze Beziehung? Trennt man sich? Oder, ich kann da nicht mit umgehen. Oder sagt man, wir lieben uns, wir sind eigentlich ein gutes Team, wir sind eigentlich auch gute Freunde, aber wir lassen uns bestimmte Freiräume im Punkto Sexualität. Ja, da bin ich ja wirklich zu konservativ. Ich kann das nicht. Entweder, wenn ich mich auf einen Partner einlasse, vertraue ich ihm grenzenlos. Ich kenne auch keine Eifersucht von meiner Seite her. Dann werdet ihr ein großes Problem haben jetzt. Er ist krankhaft eifersüchtig. Das ist er sowieso schon. Was ist denn dein eigentliches Gefühl, abgesehen jetzt von dieser großen Irritation zu deinem Partner? Würdest du schon sagen, dass das noch tiefe Liebe ist? Nee, jetzt nicht mehr. Aufgrund dessen jetzt nicht mehr? Nee, also, weiß ich nicht. So. Ich habe noch nie erlebt, dass mich irgendwas so umgehauen hat. Du schlägst ihm vor, pass mal auf, lieber Mann, wir gehen zu einem Eheberater. Ja. Was dann? Würde er das machen? Weiß ich nicht. Wenn wir ihm das wert sind, sollte er es normalerweise machen. Finde ich auch. Finde ich auch. Sehe ich in diesem Fall wirklich erstmal nur als die beste und einzigste Lösung. Ja. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Das kann natürlich auch etwas Bitteres rauskommen. Ja, ich weiß es, eine Garantie gibt es nie. Nee, aber es muss offen gesprochen werden. Ja. Damit du auch weißt, woran du bist. Ja. Und damit ihr euch nicht gegenseitig in die Tasche lügt, beziehungsweise er dir in die Tasche lügt. Du lügst ja nicht. Nee, tut mir leid, ich bin so erzogen. Und ja, ich glaube schon. Ich versuche auch, den beiden Mädels so zu erziehen. So, sag mal, jetzt werden wir dir gleich mal ein paar Adressen geben von Beratungsstellen. Und dann muss ich hin. Da musst du nicht hin. Ich würde dir nur dringend vorschlagen, ihm das vorzuschlagen. Ja. Dass ihr das macht. Ja, nein, ich merke ja selber, was ist das im Moment. So, und wenn er zumacht und sagt, ich gehe nicht dahin, dann gehst du erstmal alleine dahin, um weiter einen Gesprächspartner und einen Gesprächsfaden aufzunehmen, den wir hier schon geknüpft haben. Ja. Denn du bist ja völlig neben der Kappe. Ja. Ne? Kann man ja so sagen. Ja, verständlicherweise wäre ich an deiner Stelle auch. Da hast du meine volle Sympathie. Danke. Liebe Dagmar, jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an und geben dir sehr gerne die Adressen durch. Dankeschön fürs Verständnis. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Exhibitionismus, die Lust, sich zu zeigen. Wer von euch zeigt sich gerne? Zeigt sich vielleicht auch gerne nackt? Wer von euch
Zum Beispiel sind ja FKK-Strände vielleicht auch so ein bisschen was Exhibitionistisches. Nicht unbedingt, aber es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich gehe da gezielt hin, weil ich das scharf finde, mich da zu präsentieren. Oder weil ich es scharf finde, nackt auf dem Balkon zu liegen und die Nachbarn könnten mich eventuell sehen. Wer von euch hat gerne Sex vor anderen Leuten und ist somit ja auch Exhibitionist? Oder wer von euch ist einfach ein komplett schräger Vogel und sehr extrovertiert und richtet sich ganz besonders her und zieht sich an und macht ausgefallene Sachen, um aufzufallen um eben angeguckt zu werden. Exhibitionismus, die Lust, sich zu zeigen. Das ist unser Thema morgen. Matthias, 23 Jahre alt. Wo ist er? Hier ist er. Hallo Matthias. Hier bin ich, hi. Ja, hi. Matthias, dein Thema. Mein Thema ist meine Stimme. Und zwar, ich bin 23 Jahre alt. Ja. Und bin Azubi zum Bürokaufmann, zweites Jahr. Ja. Habe also tagtäglich mit dem Telefon zu tun, somit auch mit Kundschaft und so weiter und so fort. Ja. Die Stimme? Du sagst, die Stimme ist dein Problem? Oder dein Thema? Problem nicht ganz. Nicht ganz, nein. Problem ist in dem Sinne, dass ich mit Frauen halt sehr viel Kontakt habe und auch sehr gerne flirte. Ja. Das heißt, die Frauen, die darauf anspringen, sind meistens älter als 30 Jahre. Ja. Und mit einer Person habe ich auch schon eine Affäre jetzt momentan am Laufen. Aha. Diese Frau ist 48, also 25 Jahre älter. Ja. Und seit einigen Wochen, 7-8 Wochen ungefähr, mhm, mit der ich mich auch regelmäßig treffe und wir auch miteinander ins Bett gehen. Ja. Aber wir uns auch sehr gut unterhalten. Auch sehr tiefsinnig, auch sehr tiefgründig und so weiter. Hast du eine Freundin auch noch? Nein. Nee. Nein. Mhm. Erklär mir das mal mit der Stimme. Was meinst du mit der Stimme? Ja, dass halt die Frauen darauf anspringen. Mir wurde schon sehr oft gesagt, dass meine Stimme so erotisch sei oder. Nein, aber ich sag dir auch, ich finde, dass du eine sehr gute Stimme hast. Also ich sag's ja als Radiomann, wo ich achte sehr auf Stimmen. Du hast eine verdammt gute Stimme. Danke. Und die klingt auch etwas älter. Ja. Wenn ich dich jetzt so gehört hätte, hätte ich gedacht, der Typ, der ist bestimmt Mitte 30 oder so. Ja, hat dein Team auch schon gesagt, als ich Anruf habe, ja. Ja, du bist 23, ne? Richtig, 23. Ach so, dann meinst du, dass du deshalb so die Frauen weich kochen kannst, mit genau, dieser sensationell erotischen Stimme? Ja, genau. Mhm. Und ist das die Erfahrung, dass ältere Frauen eher auf solche Stimmen stehen, als denn junge Frauen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht achten da nicht junge Frauen so sehr drauf. Vielleicht achten die mehr auf das Aussehen oder auf die Art. Ja. Und wobei dann ältere oder reifere Frauen dann schon mehr auf die inneren Werte achten und auch auf die Stimme an sich. Ja, wie, das ist ja immer interessant, wenn man Stimmen hört, dann gehen einem immer so, ja, so Vorstellungen durch den Kopf. Wie mag der Typ jetzt aussehen? Beschreib dich mal, wie siehst du aus? Ich bin... Halt, stopp, sag nicht. Ich sag dir mal, wie ich mir dich vorstelle. Ja. Aufgrund der Stimme, das ist natürlich jetzt eine Klischee-Vorstellung. Aha. Ich würde jetzt denken, dass du groß bist. Ja. Dass du dünn bist. Nee. Aber groß bist du. Ja, 2,1 Meter. 2,1 Meter. Ich hätte jetzt 1,95 geschätzt oder so etwas. Knapp daneben. Ah ja, also dünn bist du nicht. Ich habe 20 Kilo Übergewicht. Wie viel wiegst du denn? 122. Oh ja, das ist ganz schön kräftig. Ja, aber gut verteilt, sage ich mal. Ich stelle mir auch vor, dass du dunkle Haare und dunkle Augen hast. Falsch, komplett. ein blauäugiger Hühne. Richtig, blonde kurze Haare, Geheimratze, so ähnlich wie du. Ja, ja. Kurze Haare. Ja. Träger, blau-graue Augen. Ja, aber du sagst du das Ganze so mit so ein bisschen, mit so einem Problem in der Stimme, mit einem Problem in der Stimme. Eigentlich sei doch froh, dass es so ist. Ja, natürlich, aber ich finde das irgendwo unnormal, dass ich als 23-jähriger junger Mann eine Affäre anfange mit einer 48-Jährigen. Ich meine, ich liebe Sex, ich mag Sex, und aber irgendwo ist es unnormal, finde ich. Ja, warum tust du es denn dann? Ja, weil du Spaß dran hast. Die Frau ist offensichtlich zuerst scharf geworden durch deine Stimme. Die hast du auch erst am Telefon kennengelernt, richtig, die Frau. Mhm. Genau. So. Und offensichtlich gefällst du ihr so auch, als sie dich dann gesehen hat. Mhm. Und wenn du auch scharf auf die Frau bist und wenn sie Nummer 48 ist, doch wurscht. Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass wir beide suchen. Also sie sucht einen älteren Herrn für eine Beziehung und ich suche auch eine Frau für eine Beziehung oder für Sexabenteuer oder für was weiß ich, ne? Ja. Also wir reden über alles, wir sind sehr offen gegenüber und wissen schon, was der andere denkt. Ja, also das ist nicht für dich jetzt eine Beziehung für länger? Nein.
Nein, das ist eine Affäre. Einfach eine. Ja. Hattest du denn auch schon Frauen in deinem Alter? Die erste Beziehung, die ich hatte, da war sie 14 Jahre älter. Die zweite, die ich hatte, war 2 Jahre jünger als ich. Ja. Und das ging komplett in die Hose. Na gut, 2 jünger muss ja auch nicht sein. Wenn es ein bisschen älter ist, wenn es, weiß ich, 10 Jahre älter ist, ist es ja auch okay. Ja, schon. Nur von beziehungstechnisch her ist es etwas problematisch von meinem Elternhaus her, weil die schon damals gesagt haben, mit diesem 14 Jahre älteren Frau, dass sie da schon Probleme gesehen haben und die Frau nicht so gerne mochten und so weiter und so fort. Ja gut, aber deine Eltern sollen sie auch nicht mögen, sondern du sollst sie mögen. Richtig, schon klar. Ja. So komme ich da irgendwo in Zugzwang. Also du stehst doch ein bisschen unter Druck von zu Hause. So gesehen schon. Ja, aber dann musst du dich ja nun wirklich emanzipieren, Matthias. Ja, also, ich meine, wenn du wirklich eine Frau liebst, die jetzt, weiß ich, 32 ist, und der Papa und die Mama sagen, die ist zu alt, dann würde ich Papa und Mama sagen, pass mal auf, Freunde, es ist mein Leben und meine Liebe und mein Glück. Schon richtig, ja. Stimmt ja. Also, aber nochmal auf die Stimme zurückzukommen, sei froh, dass du sie hast. Stell dir mal vor, das wäre genau das Gegenteil. Du hättest eine sehr hohe Stimme, was ja die meisten Männer eben nicht mögen und die Frauen bei Männern dann auch nicht mögen. Ja. Es ist doch eigentlich eine schöne Sache. Auf jeden Fall, mein Traumberuf ist auch Radiomoderator zu werden. Ich wollte gerade sagen, du müsstest eigentlich den Job wechseln. Du müsstest irgendwie Sprecher werden oder Schauspielausbildung machen oder irgend so etwas. Wirklich eine tolle Stimme. Synchron könntest du machen oder sowas. Ja, ich habe 7 Jahre lang auf einen Kanal gemacht, meine eigene Sendung gehabt. Ja, ja. Dann aufgeben aufgrund sehr weiter Entfernung. Ich bin jetzt 500 Kilometer weiter weggezogen aufgrund der Ausbildung. Und ja, wenn ich die Ausbildung beendet habe, dann ist mein größter Wunsch, zum Radio zu kommen. Mach doch ganz einfach nebenher, investiere doch in dich, mach doch eine Sprecherausbildung, eine Sprachausbildung. Wo kann man sich da bewerben? Das bieten die, ich glaube, Schauspielhäuser bieten das an, Schauspieler an Schauspielhäusern, oder da kannst du dich, ja, ich würde mal über ein Schauspielhaus gehen in deiner Gegend. Da hast du eine ganz gute Grundlage vielleicht für diverse Sprechereinsätze hinterher. Ja. Mein lieber Matthias. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Und René. René ist 32. Guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Hallo René. Weswegen rufst du mich an? Ja, also ich hatte gestern schon probiert zu dem Thema, hässlich. Ja. Und bin dann glücklicherweise heute nochmal reingerutscht. Ja. Also bei mir ist es so, dass ich mich im Prinzip eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als hässlich empfinde, aufgrund meiner Zähne. Das ist so, dass also quasi in meinem Mund eine größtenteils Ruine schon langsam herrscht. Ich dadurch mich persönlich als hässlich empfinde und dadurch auch viele, viele Nachteile habe im allgemeinen Leben. Ja. Sprich, irgendwie, ob das jetzt, ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr arbeitslos, ob das nun bei Bewerbungsgesprächen ist, ob das im alltäglichen Leben ist, wenn man auf Leute zugeht, Leute, natürlich, die man kennt, Leute, die man neu kennenlernt. Das ist halt so, dass ich da große Probleme habe, auf Leute zuzugehen und dann einfach mal herzlich zu lächeln oder. Wie lange warst du denn nicht beim Zahnarzt? Oh mein Gott, das ist bestimmt, also jetzt mit einer kleinen Zwischensache, also zuletzt war ich jetzt vor etwas über 2 Jahren beim Zahnarzt gewesen. Ja. Das war aber auch eher aus Initiative von meiner heutigen Ex-Frau aus. Ja. Die mich dann quasi so ermutigt hat, dorthin zu gehen. Hast du denn Angst? Hast du so eine Phobie? Hast du eine Zahnarztphobie? Ich hab quasi eine Phobie, denke ich mal, ja. Ah, ja. Also es ist halt so, dass ich, also das ging so ungefähr zu meiner Lehrzeit los. Also ich habe jetzt meinem 18. Lebensjahr Schule gemacht, danach in die Lehre. Und da fing diese ganze Thematik quasi an, also vorher auch schon, aber da war es dann halt noch so. Ist es nur eine Angst, eine Phobie vor dem Zahnarzt, oder pflegst du deine restlichen Zähne auch gar nicht? Putzt du dir nicht auf die Zähne? Ich sag mal zweierlei. Also erstens mal habe ich auch prinzipiell eine Angst vorm Zahnarzt, ja, behandlungsmäßig etc. Okay, ja. Und die Hygiene und die Pflege? Die Hygiene und Pflege hat mal damals in meinem jungen Alter mal ziemlich nachgelassen. Das war einmal mit dem Grund, dass ich quasi, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, die Zeit dafür gar nicht mehr so ganz gefunden habe. Also ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe während meiner Lehre, es fing so an, dass ich zu meiner Lehrzeit 3 Jobs hatte. Das hieß, das fing morgens an mit Zeitungsaustragen von 4 bis 6 Uhr. Erklär es mir gar nicht. Und noch andere Geschichten, und dann kam manchmal die Zeit nicht dazu, dann war auch die Faulheit dabei. Ja, ja, erklär es mir nicht. Zeit zum Zähneputzen hat man immer. Ja, das ist richtig. Wenn du 10 Jobs hast. Hast du nicht auch starke Zahnschmerzen?
wenn das so für eine Ruine da ist. In den Jahren, die jetzt verstrichen sind, natürlich, sicherlich hatte ich da starke Zahnschmerzen. Ich habe das aber dann irgendwie immer so umgangen, dass also weder auch meine Frau mitbekommen hat, großartig. Ich habe dann mir einfach Tabletten massenweise reingeschmissen. Ja, ja. Ich bin nachts durch die Gegend, durch die Wohnung gelaufen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und so mit der Zeit stirbt es ja auch immer nur ab. Ja. Wie oft putzt du dir im Moment so die Zähne? Sagen wir mal, wie viel Mal im Monat? Also, oh Gottes Willen, also tagtäglich. Tagtäglich? Tagtäglich. Nur ist es halt so, dass aufgrund, weil meine Zähne nun über diesen großen Zeitraum so angegriffen sind, dort nichts mehr zu retten ist. Also ich kann sie quasi nur noch so etwas noch für die Äußerlichkeiten wissen, etwas verschönern, auch für den Geruch natürlich. Für den Geruch, für die Äußerlichkeiten wahrscheinlich nicht mehr, ne? Für die eigene Hygiene natürlich, sicherlich. Aber der Zug ist abgefahren. Also müsste eine Generalsanierung wäre nötig. Ne? Im Prinzip müsste alles raus und... Auf jeden Fall, genau. Komplett. Und das ist das nächste Problem, was ich habe. Das ist natürlich dann die größte Angst, wenn man es schon so mit kleineren Sachen, die man halt wie da Schmerz ist, hier ist was, nicht zum Zahnarzt geht und dann natürlich dann jetzt die Gewissheit hat, um Gottes Willen, jetzt müsste alles raus. Das ist natürlich dann so eine Sache, wo ich sage, das geht gar nicht. Also nun gibt es ja viele Menschen, die Phobien, die Zahnarztphobien haben. Da gibt es mittlerweile ganze Netzwerke von Selbsthilfegruppen. Würden wir dich gerne nachher noch informieren darüber. Es gibt auch Zahnärzte, die spezialisiert sind darauf, gerade mit solchen Patienten umzugehen. Ich würde dir wirklich dringend raten, diesen Spuren nachzugehen, die wir dir gleich mal an die Hand geben werden. Weil dein ganzes Leben ist ja dadurch sehr, sehr, sehr beeinträchtigt. Ja, sehr, ne? Sehr. Unheimlich. Also ich merke das also immer wieder, in allen möglichen Lebenslagen. Klar. Du kannst, wenn du Frauen kennenlernst, bist du gehemmt, weil du den Mund nicht aufmachen kannst. Wie du gerade sagtest, bei Bewerbungsgesprächen ist es äußerst unangenehm. Die Leute achten natürlich darauf, dass man gepflegte Zähne hat, klar. Das ist total richtig. Und so weiter und so weiter. Ja. Also, wir werden dir jetzt mal ein bisschen helfen. Ja, aber das Durchziehende, das musst du natürlich dann, René. Ja, also die Ermutigung ist da. Nur halt diesen ersten Schritt muss ich natürlich erstmal finden. Und ich glaube, wenn ich diese Hürde überwunden habe, dann denke ich mal, wird es noch weitergehen. Genau, deswegen ist es ganz hilfreich, wenn man vielleicht dann mit einem Zahnarzt zu tun hat, der spezialisiert ist auf solche Fälle. Ja. Dass man sich gar nicht groß erklären muss. Dass man vielleicht vorher schon mal mit anderen drüber gesprochen hat, die auch starke Phobien haben, um sich die Ängste zu nehmen und so weiter und so weiter. Ja. Du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Mein Lieber, alles Gute. Okay, tschüss. Danke, ja? Mach's gut, Domian. Jo, tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt Exhibitionismus, die Lust am Zeigen. Wir